Ja, Friede sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Seid gegrüßt zu diesem Video. Und in diesem Video geht es, das ist der zweite Teil sozusagen der Videoserie über den Vergleich zwischen den biblischen Evangelien und dem Essene Humane Gospel of Christ. Und diesmal geht es um die Erfüllung der Schriftrolle Jesajas, wie wir sie hier in Lukas 4 finden, wo Jeschua gesagt hat, diese Schrift ist nun vor euren Augen und Ohren erfüllt. Und er hat sich dort als der prophezeite Messias dort bekannt gegeben. Und da wollen wir uns erstmal das anschauen, was wir dort in der Bibel finden können. Und dort lesen wir, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, nämlich in Jesaja 61, Vers 1 bis 2: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen und in die Freiheit, zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und das hier ist sowohl physisch als auch geistig zu verstehen. Denn ja, es gab natürlich auch viele Gefangene, vor allen Dingen auch die Tiere, die haben darunter gelitten, dass unter diesen menschlichen Traditionen, die das Wort Gottes und das Gesetz Gottes außer Kraft gesetzt haben. Aber natürlich ist damit auch gemeint, dass diejenigen in der Sünde gefangen waren und dass sie ja, die Blinden halt auch sehen sollen. Natürlich hat Jeschua auch Blinde wieder sehend gemacht, aber es ging natürlich auch darum, dass die geistig Blinden endlich lernen, geistig zu sehen und somit die Sünde offenbar wird. Und ja, dass damit die Menschen halt diese erkennen und zur Buße kommen und fortan das Rechte tun und somit das ewige Leben erhalten. Und weiter heißt es hier, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum, also Kapernaum, geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman, der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn hinaus zur Stadt und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Das ist das, was wir hier in der Bibel finden können. Und nun kommen wir zu dem, was im Essene Humane Gospel dort geschrieben steht. Und da lesen wir: Und wieder besuchte Jeschua das Gebiet seiner Eltern, bekannt als Nazareth. Und er ging und ging am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um von der Rolle Jesajas zu lesen. Und dort in dem kleinen Versammlungsort war die Rolle des Propheten Jesaja, die ihm gegeben wurde. Und als Jeschua die Rolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, in der über ihn geschrieben stand und von ihm prophezeit war. Und er sagte: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen den heiligen Weg zu predigen.
Er hat mich gesandt, die Gebrochenen zu heilen, den Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden die Sicht zu geben und alles, was gebunden ist, in Ungebundenheit und Freiheit zu setzen, um das willkommene Jahr des Herrn zu predigen. Und wie gesagt, hier ging es natürlich auch darum, um die Gebundenheit an die Sünde dadurch aufzulösen, indem er ihnen das heilige Gesetz aufzeigte, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Weg muss natürlich auch beschritten werden. Und es steht auch geschrieben, dass wir genauso wandeln sollen, wie er gewandelt ist. Und wir sollen vollkommen sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Und ja, das sollte unser aller Ziel sein. Auch wenn dies ein langer Weg ist und ja, dieser Weg sicherlich nicht einfach ist. Und weiter lesen wir, und er begann zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt, ja, wie ihr mit euren fleischlichen Ohren gehört habt. Denn ich sage euch allen, ich bin der Christus, von dem Jesaja gesprochen und prophezeit hat. Und die Armen des Landes sind jene von demütigem Herzen und Geist, die auf meine Stimme hören, so wie ich die gebrochenen Herzen heile, die nicht wissen, wo ihre Wurzeln sind. Aber sie sollen wissen, dass ich sie mit Wahrheit und Barmherzigkeit heile. Ja, ich predige den Gefangenen Befreiung, denn die ganze Menschheit wurde durch die unbarmherzigen Gesetze des Satans und die in der Finsternis gefangenen Engel versklavt. Und den Blinden gebe ich das Licht, mein heiliges Gesetz, damit sie die Wahrheit erkennen und sowohl die geistigen als auch die physischen Wunder Gottes sehen können. Und alles Gebundene, ja sogar jedes Tier des Feldes und jedes fliegende Geschöpf des Himmels werde ich freisetzen, denn ich komme auch, um jede Form des Opfers im heiligen Namen meines Vaters zu beenden, denn zu keiner Zeit hat mein Vater Muttergott im Himmel solche Grausamkeiten gefordert oder angeordnet, sondern wollte nur das reine Opfer von den Menschen. Und auch das hier ist nur logisch, dass er solche Dinge gesagt und gelehrt hat. Denn das ist auch exakt das, was wir in den Propheten Jeremia und Jesaja, die er immer wieder zitiert hat und die auch über das Kommen und das Wirken des Messias prophezeit und erzählt haben. Und auch sie sind gekommen, um das Volk zur Buße über all dieses unschuldige Blutvergießen der unschuldigen Geschöpfe dort zur Buße zu bringen, damit sie endlich damit aufhören. Denn wir lesen auch in Jeremia 7 zum Beispiel, dass Gott beide Tempel und auch mehrere Generationen wegen dieser Dinge, natürlich auch noch wegen anderer Dinge, der Ungerechtigkeit, aber vor allem auch wegen des Vergießens unschuldigen Blutes, da dieses auch immer eine Blutschuld mit sich bringt, die auf jedem Menschen bleiben wird, wenn er nicht darüber Buße tut und sich von diesen Dingen umkehrt oder abwendet vielmehr. Und das sind die Dinge, mit denen der Satan die Menschen täuscht und verführt, indem er sie glauben macht, dass solche unheiligen Gesetze des Blutvergießens vom wahren Gott der Liebe und des Friedens kommen und somit sein Ziel erreicht, die Menschen mit sich in die Verdammnis zu ziehen. Und wir lesen auch in Jeremia 7, dass der Messias, nämlich unser Herr Jeshua, kommen sollte, um diesen Bund mit dem Tod, den Vertrag mit dem Sheol, also mit dem Totenreich, den das Volk Israel sozusagen geschlossen hat, indem sie dieses satanische Priestertum des Blutvergießens eingeführt haben. Und das ewige Priestertum Gottes, was nämlich in der Eucharistie bestand und dass das Kommen und das Wirken unseres Herrn Jeshua in perfekter Art und Weise auch symbolisiert hat, nämlich dass er sein Leib für uns brechen und sein Blut für uns vergießen sollte. Und das wissen wir anhand der Bibel, dass das auch schon von Melchisedek praktiziert wurde und dass das auch schon Abraham bekannt war aus anderen nicht-biblischen Schriften, wie zum Beispiel den Schriften Abrahams, wissen wir, dass auch alle anderen Vorväter von diesem Priestertum, nämlich wie es dort auch steht, dem ewigen Priestertum Gottes,
darüber Bescheid wussten und auch über das, was dieses symbolisiert hat, nämlich, wie ich schon sagte, das Opfer unseres Herrn Jeschua als Zeugnis zur Liebe, zum Gesetz der Liebe und auch zur Liebe zu Gott und den Menschen und der ganzen Schöpfung. Deswegen hat er nämlich sein Leben niedergelegt am Kreuz, als ein Zeugnis für diese Liebe, damit den Menschen offenbar wird, dass sie gegen dieses Gesetz der Liebe, die zum Wohle aller Geschöpfe tut, schwer gesündigt haben. Und das erstmal dazu. Und da wollen wir jetzt nochmal eben weiterlesen. Er sagt hier weiter: Ja, ich bin gekommen, um zu erfüllen alle Schriften über mich, und so werden sich all diese Dinge durch meine Gegenwart erfüllen. Diejenigen in der Synagoge fingen an, sich zu fragen, wer dieser Mann war, und dann brachten einige von ihnen einen blinden Mann zu Jeschua, um seine Macht zu prüfen. Und sie sprachen zu Jeschua: Heile diesen Mann, wie du die Heiden in fernen Ländern, ja sogar Indien und Ägypten, geheilt hast. Denn wir haben von deinen Reisen in viele Länder und von den Wundern gehört, die du unter den Völkern vollbracht hast. Und Jeschua sah den Blinden an und sah seinen Unglauben und auch den Unglauben derer, die ihn gebracht hatten, und er bemerkte ihr böses Verlangen, ihn zu umgarnen. Und aus diesem Grund konnte Jeschua keine mächtige Tat für sie erbringen, denn ihr Unglaube und ihre Unwürdigkeit des Heiligen Geistes manifestierten sich in ihrem Verhalten. Und Jeschua sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet wird in seinem eigenen Gebiet angenommen, denn ihr glaubt mir nicht, der verheißene Heilige zu sein. Aber ihr sollt wissen, dass ein Arzt nicht mit denen arbeitet, die ihn kennen. Und Jeschua fuhr fort, die Beispiele von Elias und Eliseus, also das wird wahrscheinlich Elisa hier sein, als weiteres Zeugnis an sie weiterzugeben. Aber als sie diese Dinge hörten, waren sie voller Zorn und wollten Jeschua töten. Jeschua jedoch ging mitten durch sie hindurch und ging seinen Weg und entkam ihren bösen Absichten. Und ja, das ist das, was wir hier lesen in diesem Essene Humane Gospel of Christ, was meines Erachtens, ja, da bin ich von ganzem Herzen und zu 1000% von überzeugt, dass das die unverfälschten Lehren unseres Herrn Jeschua sind. Denn diese gehen auch zu 100% konform mit dem, was wir in den Propheten Jesaja und Jeremia lesen können. Und wir sehen, dass dort entscheidende Dinge, ganz entscheidende Dinge weggelassen wurden, dass diese von der katholischen Kirche ja entfernt wurden und auch über Jahrhunderte gewaltsam unterdrückt wurden. Dass nämlich Jeschua auch gekommen ist, um alle Tiere zu befreien. Er ist nicht nur wegen der Menschen gekommen, denn dies ging natürlich auch Hand in Hand, da nämlich die Menschen ja in diesen Sünden bzw. in diesen unheiligen Gesetzen des Satans, diese unheiligen Gesetze des Blutvergießens, dass nämlich Gott angeblich erlaubt hat, Fleisch zu essen und Tieropfer gefordert hat, dass sie darin gefangen waren und deswegen da, oder dadurch wurden natürlich auch alle Tiere gefangen und mussten darunter leiden. Und deswegen ist er nicht nur wegen der Menschen gekommen, sondern auch wegen aller Tiere, aller Schöpfung. Denn der himmlische Vater liebt nicht nur die Menschen, sondern sicherlich alle seine Geschöpfe. Das sollte eigentlich jedem einleuchten. Und wie gesagt, wer unschuldiges Blut vergießt, der lädt eine Blutschuld auf sich. Und das unschuldige Blut wird, wie auch es schon damals Abels Blut es getan hat, zum Himmel schreien und nach Sühne verlangen. Und wie gesagt, Sühne und Vergebung liegt immer in der Buße, Reue und Umkehr und fortan sich von diesen Dingen fernzuhalten. Und wer über diese Dinge wie Fleisch essen, Blut vergießen, keine Buße tut, auf dem wird diese Blutschuld bleiben. Auch wenn er dieses Tier nicht selber umgebracht hat, so macht er sich doch zum Komplizen des Todes, indem er dieses Fleisch isst, denn er finanziert letztendlich diese Dinge, indem er dieses
Fleisch kauft und somit finanziert er diese Industrie und macht sich mitschuldig. Denn dort, wo eine Nachfrage ist, dort ist auch ein Angebot. Und wenn diese Dinge nicht nachgefragt würden, würden sie auch nicht angeboten werden. Da somit halt auch kein Gewinn damit gemacht werden kann. Und Jeschua sagte, wer durch das Leid eines Geschöpfes Gottes irgendeinen Vorteil sieht und Gewinn daraus zieht, der kann nicht rechtschaffen sein. Und die einzig rechtmäßige Nahrung für den Menschen ist die, die der himmlische Vater in 1. Mose 1,29 gegeben hat, nämlich alles das, was unsere Mutter Erde aus ihren unerschöpflichen Quellen hergibt und was die ehrliche Arbeit der Menschenhände dort erarbeitet. Wenn man das isst, dann sitzt man am Tische Gottes. Wenn man aber das isst, was durch das Schwert und durch Blutvergießen genommen wurde, dann sitzt man am Tisch der Dämonen und macht sich somit zu deren Komplizen und auch zu deren rechtmäßigen Samen, nämlich zum rechtmäßigen Samen des Satans in dem Falle. Und der wird seinen Samen ganz gewiss einfordern, der wird jedes dieser Dinge ganz gewiss zur Anklage bringen. Denn das ist ja auch sein Name, kann man sagen, sein zweiter Name, der Ankläger. Und ja, das wird er auch zu Recht tun und genauso wird auch Jeschua den gerechten Samen einfordern, über den der Tod und der Satan keine Macht hat, wenn sie sich von all diesen Dingen, vor allem vor dem Vergießen unschuldigen Blutes, fernhalten. Und Jeschua sagte auch in diesen Evangelien, flieht der Blutschuld, flieht vor der Blutschuld. Und ja, das ist das, was dort verheimlicht wurde. Und auch hier sagt er, ich bin gekommen oder ich komme auch, um jede Form des Opfers im heiligen Namen meines Vaters zu beenden. Denn zu keiner Zeit hat mein Vater, Mutter Gott im Himmel solche Grausamkeiten gefordert oder angeordnet, sondern wollte nur das reine Opfer von den Menschen. Und auch das finden wir in den Propheten wieder, nämlich auch in Jeremia 7. Dort sagt der himmlische Vater, dass er den Vätern, die er aus Ägypten geführt hat, nichts gesagt hat von Brand- und Schlachtopfern, sondern nur das hat er ihnen gesagt, dass sie seiner Stimme gehorchen, dass sie all seinen heiligen Wegen folgen, dass sie die Barmherzigkeit lieben, Gerechtigkeit üben und demütig wandeln mit ihrem Gott. Und somit sagt er auch da ganz eindeutig, dass diese unzähligen Opferbestimmungen, wie sie dort in den Büchern Mose zu finden sind, nicht von ihm stammen. Denn Gott kann sich nicht versprechen, er kann sich nicht widersprechen. Und wie kann er immer wieder seine Propheten senden, wie wir dort lesen, und um sein Volk dort zu ermahnen und von all diesen Dingen zur Umkehr zu bewegen und ihnen das Gericht androhen, wegen des Vergießens des unschuldigen Blutes seiner Geschöpfe, wenn er dies doch gefordert hat? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, sondern das ist Beweis dafür, dass diese Dinge von Menschen und Teufeln verfälscht wurden und dass der Satan das Wort Gottes verdorben hat. Und ja, das war's zu diesem Kapitel. Jetzt habe ich mich schon zu weit hoch gescrollt, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir sind eh am Ende angekommen. Und ja, ich hoffe, auch das war wieder interessant für euch und ein Segen für euch. Und ich werde noch viele andere Videos zu dieser Videoreihe machen. Und werde hier die wahre Lehre unseres Herrn Jeschua euch zeigen. Und wer die Bibel genau liest, der wird auch feststellen, dass viele Dinge dort unvollständig erscheinen. Und da merkt man, dass der komplette Kontext in vielen, vielen Stellen dort fehlt.
und man überhaupt gar nicht versteht, was man darunter verstehen soll oder wie die Dinge gemeint sind, weil nämlich diese aus dem Kontext gerissen wurden und viele Dinge weggelassen wurden und entfernt wurden, die allerdings zentrale Punkte in dem Evangelium waren, das Jeschua verkündet und gelehrt hat, und das zur Errettung und Erlösung aller Menschen gegeben wurde. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Video ein Segen für euch war. Ich wünsche euch den Frieden des Herrn und seid gesegnet. Bis zum nächsten Video. Shalom.